wie mit der Materialität. Textilien werden immer materialisiert. Ohne Materialisierung macht Textildesign keinen Sinn. Wäre das nicht so, dann wären wir heute hier, genau wie im Märchen des Kaisers Neue Kleider, ziemlich nackt, so im Publikum wie hier auf dem Podium. Die Digitalisierung hat auch sehr mit Textildesign zu tun. Das Prinzip der Weberei beruht auf dem Heben und Senken von Fäden, um eine Fläche zu bilden. Das heißt rauf, runter, 0, 1, ja, nein, nichts anderes als eine digitale Sprache, die auf zwei Werten beruht im Dualsystem. Die erste textile Maschine, die nach ihrem Erfinder benannte Chagar-Maschine, die 1806 erfunden wurde, funktionierte genau nach diesem dualen System. Lochkarten wurden mit Nadeln abgetastet. Ein Loch bedeutete eine Fadenhebung, kein Loch bedeutete eine Fadensenkung. Das revolutionierte die Komplexität der Musterungen, die plötzlich möglich wurden. Wir Textiler sind es uns gewohnt, unsere Ideen in digitale Sprache zu übersetzen, damit die Maschinen das produzieren, was wir als analoge Entwürfe entwickelt haben. Von einer anderen Digitalisierung im Textilbereich möchten wir zwar jetzt berichten. Es geht um ein digitales und analoges Archiv mit dem Projektnamen Silk Memory. Wir berichten von einem abgeschlossenen Projekt aus der nahen Vergangenheit von Silk Memory. Das ist ein laufendes Projekt und wir wollen auch ein bisschen in die Zukunft schauen und benennen, was unsere Vision für ein zukunftsträchtiges Archivprojekt sein könnte. Zürich war lange Zeit eine Seidenstadt mit weltbedeutender Ausstrahlung und florierenden Seidenindustrie. Und unser Projekt, unser erstes Projekt, hat genau da angefangen mit einer Seidenfirma und ihrer 180-jährigen Geschichte, nämlich Weißbrot Zürer aus Hausen am Albis. Die Firma Weißbrot sammelte, wie eigentlich alle Textilfirmen das auch heute noch tun, ihre Dessins. Diese Dessins waren überall in Kisten verstaut unter den Treppenhäusern und im Estrich. Und Herr Weißbrot ist auf uns zugekommen, weil er den Gestaltungsprozess optimieren wollte und dieses Archiv fassbar machen wollte für die Designer. Daraus entstand das Projekt Textile Semantik. Leider wurde 2010 die Produktion bei Weißbrot eingestellt und ins Ausland verlagert. Daraus entstand das Projekt Silk Memory, das wir momentan bearbeiten und über das nachher Andrea etwas sagen wird. Aber nicht nur Weißbrot hat die Finanzkrise in die Knie gezwungen, schon seit geraumer Zeit produzieren Schweizer Firmen im Ausland. Deshalb macht es auch Sinn, dass wir Silk Memory auch international auslegen und mit unserer Partnerschule in Indien, in Ahmedabad, dem National Institute of Design, zusammenarbeiten. Aus den Erkenntnissen des Projektes Silk Memory soll dann das Zukunftslabor entstehen, das wir Pre-Innovation Lab nennen. Vielleicht etwas zur Sammeltätigkeit der Firmen. Die sammeln ganz anders als Museum, die haben auch einen anderen Auftrag. Weißbrot hat nicht nur seine eigenen Dessins gesammelt, sondern sobald eine Firma kaputt gegangen ist oder die Produktion eingestellt hat, hat sie Firmennachlässe aufgekauft, um die auch wieder urbar zu machen für ihre eigenen Dessins. Ein anderes Beispiel ist die Abraham-Sammlung. Vielleicht haben einige von euch die Ausstellung vor etwa 3 Jahren im Landesmuseum gesehen. Der Herr Zumsteg, der Besitzer dieses Textilverlages, wählte aus jeder Kollektion 3 bis 4 Highlights und hat die ganzen Angaben zu diesen Stoffen fein säuberlich dokumentiert in Heften. Und dazu gehörten zum Beispiel auch Modefotos von den verarbeiteten Stoffen. Dieses Best-of hat einen ganz anderen Hintergrund, also Herr Zumsteg hat bereits vorher ausgewählt. Noch andere Firmen gehen mit ihren Kunden in die firmeneigenen Archive, lesen die Stoffe aus, die den Kunden gefallen, und dann werden diese Stoffe neu aufgelegt oder neu interpretiert. Für das Projekt Textile Semantik hatten wir von Weißbrot Zürer eigentlich carte blanche. Das heißt, es wurde eigens eine Software entwickelt,
die wir mitbestimmen konnten. Das Ziel war, anders als bei einem Museum, sollten die Stoffe so erfasst werden, dass sie in erster Linie den Designprozess beschleunigen. Gleichzeitig muss das Archiv aber auch tauglich sein für die Produktion, für den Verkauf und für die Kunden. Wir durften einen Thesaurus erstellen. Was heißt das? Wenn Sie jetzt dieses Beispiel sehen, dieses Muster von Weißbrot, sehen Sie zuerst Streifen, sehen Sie Kreise. Ist Kreise das richtige Wort? Sollte es nicht viel eher runde Form heißen, dann sind nämlich auch Ellipsen und Ovale drin. 80er Jahre, ist dieser Begriff tauglich oder kommt er nur einmal vor? Also wir fetzten uns ziemlich mit dem Verkauf, mit den Designern, um jedes Wort, das wir in diese Klassifikation nehmen wollten. Am Schluss entstand eine Klassifikation mit einer dreistufigen Einteilung und ich zeige Ihnen jetzt hier einen Eindruck von diesen Wörtern, die wir gewählt haben. Das Resultat war eine Software und von der Sicht der Schule war es eine Publikation als Best Practice für eine Firmensoftware. Hier kann ich Ihnen auch noch ein Bild dieser Designarchivsoftware zeigen. Jedes Muster wurde fotografisch festgehalten, die digitale Datei hinterlegt und die Designer konnten aus diesen Schlagwörtern einfach anklicken, was da wichtig ist, um dieses Muster zu beschreiben, damit sie es auch wieder finden und für den Designprozess gebrauchen konnten als Inspirationsquelle. Diese Software war für uns, für das Projekt Silk Memory, eine ganz wichtige Quelle, um diese Wörter, die wir jetzt für das neue Archiv brauchen, aufzunehmen. Und ich denke, es ist wirklich der Vision und der Weitsichtigkeit und auch der Großzügigkeit von Weißbrot, von Ronald Weißbrot, dem Seniorchef, zu verdanken, dass wir jetzt ungefähr 1000 Stoffe bei uns haben aus dem Firmenarchiv der Firma Weißbrot Zürcher. Dank dieser Weitsichtigkeit von Ronald Weißbrot sind wir zu unserem aktuellen Projekt gekommen, Silk Memory. Es war ihm nämlich wichtig, dass eben nach dem Einstellen der Produktion, dass diese Stoffe, die in dieser langen Geschichte entstanden sind, eben natürlich einerseits konservatorisch im Landesmuseum aufgearbeitet werden, aber zusätzlich eben auch der Lehre dienen und eben das Know-how quasi in die Zukunft weiterlebt. Wir haben dieses Projekt Silk Memory zusammen mit der Zürcher Seidenindustriegesellschaft durchgeführt oder sind eben daran. Sie haben uns unterstützt finanziell, dass wir diese Punkte, auf die ich jetzt eingehe, hier durchführen können. Und wie Tina gesagt hat, eben die Schenkung von Weißbrot Zürcher von diesen Stoffen, die uns jetzt eigentlich begleiten. Also, was ist der Inhalt des Projekts? Das Know-how sichern, also Technik, Material und das ganze Wissen, was Ronald Weißbrot in diesen 3 Tagen, als wir bei ihm im Archiv waren und diese ganzen Stoffe durchgeschaut haben, eigentlich noch dazu weiß und eben auch diese ganzen Stoffe mit Leben füllt. Wir haben eine Best-of-Stoff-Auswahl erstellt, zusammen mit dem Landesmuseum in den Archiven von Weißbrot. Wir haben die Stoffe kategorisiert, da konnten wir natürlich zurückgreifen auf dieses Projekt, das Tina eben vorgestellt hat. Dann ein Konzept erstellt für eine digitale Datenbank, aber eben auch eine analoge sozusagen, also ein Materialarchiv. Das Pre-Innovation Lab konzipiert, auf das komme ich später, und natürlich den ganzen Prozess mit dem Landesmuseum abgestimmt. Wir haben als Kriterien für die Stoffauswahl eine Chronologie der Bekleidungsstoffe gewählt für die Hochschule, weil wir der Meinung sind, dass dies eben ein spannender Einblick ist, auch für die Studierenden dann in der Lehre. Wir haben diese Auswahl, wie gesagt, zusammen mit dem Landesmuseum gemacht, ausgesucht. Wir haben uns gegenseitig die Stoffe zugehalten, weggenommen und so weiter. Also das war ein spannender Prozess in diesen Hallen und wir konnten natürlich nur einen ganz kleinen Teil dieser
wahnsinnig riesigen Stoffmengen, die es dort gab, überhaupt durchgehen. Hier sieht man den nächsten Schritt, nämlich die große Herausforderung, dann wirklich so eine digitale Software zu finden. Wir wollten diese natürlich nicht selber programmieren und haben gesucht und geschaut, was es gibt. Wir haben die Software von Weißbrot evaluiert, die wir in dem ersten Projekt schon eigentlich mitgeholfen haben aufzubauen. Dort war es vor allem eine Preisfrage, eine solche Software zu übernehmen. Wir haben das Materialarchiv angeschaut, das vielleicht viele von Ihnen auch kennen. Dort ist einfach die Erfassung dauert zu lange für diese vielen Stoffe, das wäre viel zu teuer gewesen. Und durch Zufall eigentlich über das Hanro-Archiv und die Aufarbeitung des Hanro-Archivs sind wir zu dieser Software gekommen, die heißt KIM. Das ist ein Forschungsprojekt der Basel landschaftlichen Museen, die sich zusammengeschlossen haben, um ihre Artefakte eben zu erfassen und dann nachher auch auf dem Web zu publizieren. Das war für uns eine ideale Lösung und wir konnten ganz unschweizerisch dann eben dieser basel-ländlerischen Gruppe dort dazustoßen und sind sehr froh, dass wir hier beteiligt sind. Sie sehen hier eben den Thesaurus, also eben diese Worte, diese Bezeichnungen, Kriterien für die Textilien und die anderen Artefakte. Wir haben hier geholfen, eigentlich das mit aufzubauen und sagen wir zu diskutieren, eben aus dieser Erfahrung heraus und haben für Material, Technik und Ikonografie diese beschreibenden Worte, aus denen man aussuchen kann. Das Ganze sieht dann so aus, also man sieht die Stoffe, man hat die Kriterien und hat eine sehr gute Suchfunktion, um auch nach Blumen zu suchen, nach Streifen, nach Karos oder eben nach gewissen Techniken oder Materialien. Das nächste Thema war natürlich die Frage, reicht Deutsch? Und die Frage hat sich selbst beantwortet, das reicht nicht. Wir wollen ja eben in dieser globalen Welt eben auch diese Kontakte knüpfen und eigentlich sicherstellen, dass das Wissen eben auch, sagen wir, in Indien abgerufen werden kann über diese Stoffe. Das heißt, der nächste Schritt, an dem wir jetzt dran sind, ist die Übersetzung dieser ganzen Sache, damit wir für das nächste Projekt parat sind. Wir haben vor, im nächsten November einen Workshop zu machen in Indien bei unserer Partnerschule, dem National Institute of Design. Und im nächsten Frühjahr wird das gleiche Projekt mit der gleichen Ausgangslage, es wird ein bisschen länger dauern, mit Studenten aus der Hochschule Luzern, Textildesign. Die beiden Dozierenden, Brigitte Egloff und Franziska Born, haben bereits eine Ausgangslage geschaffen. Sie haben aus unserem Fundus 50 Liassen, also 50 Stoffe ausgewählt, die als Ausgangsbasis dienen für beide Workshops. Was ist das Ziel dieses Archivierungsprojektes? Wir haben festgestellt bei unserem Besuch am NID, dass Sie hervorragende Arbeit leisten zum Aufnehmen und Archivieren von Handwerken, die leider verloren gehen. Sie machen aber nichts unmittelbar draus und wir haben Ihnen vorgeschlagen, dass auch Sie Ihre Stoffe sammeln sollen und dass wir das miteinander kombinieren können in dieser Software. Jetzt wollen wir mal schauen, Sie sind noch nicht ganz so weit, aber wir werden mit unseren Stoffen hingehen und wir wollen dieses Archiv zugänglich machen. Wir wollen wissen von den Studierenden, auch mit einem Fragebogen im Anschluss an die Workshops, wie wird das Archiv genutzt, sowohl das Digitale wie das Analoge. Welche Kriterien bestimmen die Auswahl? Wir wollen wissen von Ihnen, sind die Begriffe klar verständlich, fehlt etwas? Und werden dann mit fehlenden Begriffen zurück zur Museumssoftware und auch da gibt es eine Kommission, die über jedes Wort abstimmt, ob es aufgenommen wird oder nicht. Die Aufgabenstellung wird sein, das Entwickeln einer Indien-Kollektion für den europäischen Markt. Das ist eine sehr reale Aufgabenstellung. Vielleicht, wenn Sie letztens im Globus waren, da gibt es jetzt gerade Südindien als Thema.
Also beide, die Inder und die Schweizer Studierenden, werden sich diesem Thema widmen. Das Archiv soll als Inspirationsquelle dienen. Ich klicke hier jetzt, ich habe einige Fotos ausgewählt von den Stoffen. Wir wollen, dass die Studierenden die Stoffe auswählen, ihre Kriterien benennen und dass diese Stoffe neu interpretiert werden. Damit die Umsetzung auch eine gewisse Abstraktion hat, möchten wir nicht, dass sie gewebt werden. Das war eigentlich das Hauptgeschäft von Weißbrot Zürcher, sondern wir werden das im Inkjet umsetzen. Dann wird eben dieser Workshop am NID durchgeführt. Das ist der Baum, der gepflanzt wurde vor 60 Jahren, als das NID gegründet wurde. Und wie gesagt, diese Aufgabenstellung, nochmals diese Stichworte dazu. Und was sicher auch dazu kommt, und darauf freuen wir uns jetzt schon, dass diese neuen Dessins auch in Indien produziert werden, was auch der heutigen Realität entspricht. Ich habe hier eine Fotografie gemacht. Vielleicht werden wir nicht so viele Meter drucken, aber doch immerhin in einer dieser tollen Firmen, die wir besucht haben. Mit den Ergebnissen werden wir dann ein neues, größeres Projekt starten. Und da übergebe ich wieder dir. Die Frage ist, wie kann man ein Archiv erstellen und betreiben, sodass es natürlich für den Rückblick in die Historie dient, aber eben auch, dass daraus wieder etwas Neues entsteht. Also im besten Fall wieder eine textile Wertschöpfung entsteht aus diesem Fundus, aus diesem Schatz von Wissen. Das ist eigentlich der Grundgedanke vom Pre-Innovation Lab. Und er hat natürlich damit zu tun, dass wir die Kenntnisse, die wir haben aus der Forschung, die Kenntnisse, die die Firmen haben aus der Produktion, aus ihrer Geschichte, die Kenntnisse, die wir aus der Lehre haben, aus den Studierendenprojekten, so zusammenbringen, dass wir sie katalogisieren können, also wiederfinden, suchen können und daraus wieder etwas Neues entstehen kann. Eben, dass dieses Neue entstehen, ein Beispiel dafür ist das, was jetzt in Indien passiert, was wir in Indien eigentlich als Fallbeispiel jetzt mal durchspielen. Die Idee ist, wie gesagt, textiles Know-how wieder in die Wertschöpfungskette zurückzubringen, interkulturelles Design zu pflegen, dann wirklich auch einen physischen Raum zu haben, ein Lab, wie der Name schon sagt, einen Experimentierraum. Dazu eben das Digitale, also diese online zugängliche Datenbank, wo man dann eben diese Stoffe sieht und sie dann eben aber auch anschauen kann und anfassen und mit denen arbeiten kann. Und eben im besten Fall diese digitalen Vorlagen oder auch die stofflichen Vorlagen wieder dazu dienen, etwas Neues zu erschaffen. Dazu beitragen werden die Stoffe aus diesem Projekt von Weißbrot und weiteren Firmen der ZSIG, unsere Resultate aus der Forschung, aus den verschiedenen Forschungsprojekten, zum Teil, die wir auch mit Weißbrot Zürcher durchgeführt haben, wie hier das Projekt Optimum mit den Regenbogeneffekten, den 3D-Effekten im Stoff, wie die verschiedenen Prototypen, die wir erstellen jetzt im Thema textile Architektur, das Besticken von Stoffen und eben Nicht-Stoffen, zum Beispiel Holz, die Leuchttextilien und viele weitere Sachen, die wir auch in der Forschungstätigkeit hier zusammenbringen. Zielgruppe sind Studierende, sind Forschende, sind Firmen, sind Designer, Designerinnen, wo sie sich eigentlich hier dann die Inspiration holen können oder eben gerade die Stoffe anfassen und eben weiterentwickeln. Als Zusammenfassung Silk Memory, es geht darum, eben das Wissen aus der Tradition, aus der Historie zu konservieren, aufzubereiten, zu vermitteln und eben neu zu beleben. Unter vielen digitalen Varianten die richtige finden
und dieser eine reale Form zurückgeben. Vielen Dank.